Hallo zusammen, ich bin's Raphael. Ich habe Videos gemacht, wie stark ist Stockfisch ohne Dame auf Leashes. Und da bietet es sich an, dass man sich das Gleiche auch nochmal anschaut ohne Turm. Und da kann natürlich die Engine schon gefährlich werden, weil mit der Dame kann sie schon angreifen und gefährlich werden. Der Turm kommt ja erst später ins Spiel. Das heißt, ich muss schon länger durchhalten, ich muss durchs Mittelspiel durchkommen. Und dann möglichst bis ins Endspiel vielleicht die Damen tauschen, das wäre gut. Und das wollen wir uns jetzt heute mal anschauen. Man kann solche Trainingspartien sehr gut spielen auf Leashes. Man geht dazu auf Werkzeuge, Stellung aufbauen. Und jetzt nehmen wir einfach schwarzen Turm weg und sagen von hier aus weiterspielen. Gegen den Computer, man könnte auch mit einem Freund spielen, diese Stellung. Beim letzten Mal haben wir das gleich mit der Dame gemacht. Und haben alle Stufen durchgespielt. Wenn ich das hier mache, bin ich wahrscheinlich nachher bei Stufe 7 und 8 so müde, dass ich rumpatze. Deswegen würde ich es jetzt mal auf Stufe 7 und 8 belassen. Und wenn es da klappt, sollte es ja auf den Stufen drunter auch klappen. Wir haben Weiß und versuchen es gegen Stockfisch Stufe 7. Das ist die Stockfish Engine 14, die hier verwendet wird. Hier fehlt der Turm. Das heißt, eigentlich muss ich hier so einen Bauernsturm nicht unbedingt befürchten. Deshalb strebe ich jetzt einfach mal schnell die Rochade an. Tausche ab. Und mache die Rochade. Jetzt müsste ich zumindest mal so gut dastehen. Dass ich hier nicht Schiffbruch erleide. Eine Idee ist hier vielleicht so abzutauschen. Das überlege ich mir. Allerdings, wenn ich hier rausgehe, könnte ich auch noch hier dazwischen gehen. Wird mal erstmal noch nichts Wildes machen und normal weiterentwickeln. Figuren ins Spiel bringen. Solide stehen. Kann auch mal hier. Vielleicht jetzt noch nicht zwingend genug. Also hier so ein bisschen provozieren, dass er die Bauern dem eigenen Läufer in den Weg steht, der Springer hier nicht hin kann, sowas. Aber vielleicht warte ich damit noch, bis er die Rochade macht. Bloß, was sind bis dahin gute Wartezüge? Also er ist ja hier nicht reingekommen. Ich habe immer noch die Idee, dass ich vielleicht hier rausgehe. Meine Dame macht noch nicht so viel. Also ich mich für einen Plan entscheiden. Ich gehe mal hier in den. Schau mal, ob er etwas dazwischen stellt. Den Bauern. Und dann gehen wir zurück. So. Jetzt wissen wir mal, wo sein König ist. Er hat eine sehr gute Stellung, er hat das gut gespielt, der Computer. Es fehlt ihm aber hier ein Turm zum Angreifen. Das heißt, ich bin jetzt nicht ganz so gefährdet hier. Vielleicht ein bisschen, aber nicht schlimm. Und muss jetzt schauen, wie ich hier einen Angriff gestartet bekomme auf seinen König. Oder wie ich hier noch ein bisschen konsolidiere und auf Sicherheit mache. Die Mitte möchte ich eigentlich jetzt mal so lassen und werde mal langsam expandieren.
gehen. Läuft nach vorne. Ich glaube, ich kann hier mal weiter expandieren. Ein bisschen muss ich hier aus der Linie mit dem Turm raus. Mal hier hin. So. Den haue ich jetzt weg. Jetzt hat er hier zwei Randbauern, das ist schon mal nicht so gut. Er hat allerdings jetzt auch hier die Linie. Das heißt, jetzt muss ich zusehen, dass ich die Seite sichere. Dass hier nichts passiert. Wir können schon mal rausgehen. Wir können den Springer rüberspielen. Wir können den anderen Springer rüberspielen. Vorgehen wird er jetzt ja erstmal nicht. Wenn er hier auf die Linie geht, drohen solche Geschichten. Also wir könnten prophylaktisch schon einmal hier aus der Linie rausgehen. Okay. Jetzt nicht zu schnell spielen. Wollen wir den Läufer wirklich hier drin haben? Also was ich hier an der Stelle gut finde, ist, dass ich jetzt die offene Linie gewinne. Wenn er hier fesselt, das wäre sicherlich unangenehm. Dann müsste ich den nochmal decken. Kann er nochmal angreifen? Nicht direkt. Ich glaube, ich kann mir diesen Zug erlauben hier. Jetzt decken wir. Und ich bin hoffentlich schnell genug hier weg. Droht hier der nächste. So. Nach Material sieht es noch halbwegs gut aus. Da kann ich nicht hin, weil der Läufer drauf ist. Mal hier hingehen. Schlägt so zurück. Das ist vielleicht eine Chance für mich, die Damen weg vom Brett zu kriegen. Also einen Bauern habe ich eingebüßt schon. So, jetzt sind mal. Jetzt ist zumindest mal die Damen weg. Er hat allerdings zwei ganz starke
Läufer. Wenn ich jetzt das schaffe, einen Läufer zu tauschen, wäre das schon gut. Ihr merkt, was ich vorhabe. Können wir es so erzwingen? Gabe. So, jetzt bin ich mal den einen los, Gott sei Dank. Angreifen, dann kann ich da abhauen. Jetzt halte ich mich mal hauptsächlich auf den weißen Feldern auf, weil er hat ja noch den schwarzfältigen Läufer. Glaube, da habe ich die Chance, einen Abtausch zu forcieren. Ja, also das ist jetzt gewonnen, wenn ich mich jetzt nicht dusselig anstelle. Hier droht auch noch eine Gabel. Also das sieht jetzt sehr gut aus. Auch gut. Brauche ich Hilfe von der zweiten Figur? Schubsen wir hier raus. Weil ich muss natürlich schon aufpassen, dass er jetzt mit der Unterstützung des Läufers nicht irgendwie hier die Bauern zum Laufen kriegt. Weil dann wird es natürlich plötzlich doch wieder gefährlich. Das ist der gefährlichste hier, der Freibauer. So, jetzt hat er zwei verbundene Freibauern. Und jetzt muss ich mit meinem König rüber, sonst kriege ich die zwei nicht aufgehalten. Aber das Endspiel ist trotzdem gewonnen, weil ich habe hier mehr Bauern. Die muss jetzt bloß aufpassen, dass hier nichts durchläuft. Na gut, er schlägt auch gar nicht. Das heißt, Computer hat quasi
schon aufgegeben fast. Jetzt brauchen wir noch einen Freibauern auf der anderen Seite und dann passt das alles. Ja, das war ziemlich anstrengend. Also zum Glück habe ich die ersten 6 Stufen nicht gespielt. Und ich hatte schon das Gefühl, dass es ab und zu, dass ich da schlecht abgetauscht habe. Aber wenn man eben den Turm mehr hat, habe ich mich hier dann tatsächlich ins Endspiel retten können. Entscheidend war wohl dann doch der Damentausch, weil der Computer kann eben bei den Taktiken, die sieht er sofort. Und ist dann einfach zu gefährlich für mich. Und das habe ich jetzt ganz gut entschärfen können. Ja. Ah. Ja, er schlägt noch nicht mal. Also, als hatte ich hier noch tatsächlich noch einen Mausslip, einen Mausausrutscher, den Bauern wollte ich wegnehmen, habe zu früh losgelassen. Wenn er hier schlägt, hole ich mir trotzdem die Dame. Und er kriegt die auch nicht umgewandelt, also und deshalb zieht der Computer jetzt ja auch hier irgendwelche Züge. Hat keine große Bedeutung mehr. Aber sowas ist natürlich auf die Aufregung hätte ich jetzt auch verzichten können. So umwandelt mit Schach. Und da ist es gewonnen. Also Stufe 7 haben wir gepackt, aber es war anstrengend. Kopf ausschütteln und wir nehmen im Computer wieder den Turm weg und versuchen sie jetzt gegen Stufe 8. So, wie war der Plan eben? Wir haben gesagt, hier fehlt der Turm, also machen wir hier die Rochade. Skandinavische Eröffnung. Die ist schon mal gut für mich. Da gewinne ich Tempo auf die Dame. Und jeder Abtausch ist mir willkommen. Vor allen Dingen, wenn die Dame so früh vom Brett geht. Hurra! Das passt. Das passt sehr gut. Ja. Der Computer ist auch ist auch ohne Dame reichlich gefährlich. So, das ist gut. Der ist eben ein bisschen Problem, wenn der Springer hier reinkommt.
Gerade. Die wollten wir sowieso machen. Er geht wieder weg. Dann kann ich das so machen. Wenn er hier wirklich tauscht, kann ich den Bauern noch so decken. Also tauschen. Dann jetzt so decken. Ist nicht sehr elegant, aber mir fällt jetzt nichts Besseres ein. Ja, okay. Gleich wieder an. Da kann der Schach sagen, der ist gedeckt. Also wenn ich jetzt den Läufer angreife, kann er hier einen Schach sagen. Kann auch den wegspielen. Mit der Idee hier rauszuspielen. Also ich klammer mich weiterhin an meinem Materialvorteil. Immer noch den Turm vorne. Okay, geht zurück. Der muss hier weg. Wenn ich auf Weiß stehe, ist noch alles okay. Mache mir mal hier ein Luftloch. Nicht, dass ich peinlich matt gehe. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Wenn ich das noch irgendwie schaffe, eine Sache zu tauschen. Dann ist das definitiv gewonnen. Muss erstmal dahin kommen. Das ist jetzt nicht das Glücklichste, was man machen kann. Die Bauern auf der Farbe von seinem Läufer festzulegen. Aber meine Idee ist, meine Idee war eigentlich, falsche Pfeile zu malen, hier reinzukommen mit dem Springer. Das haben wir jetzt nicht gepackt, aber haben zumindest jetzt keinen Bauern verloren. So, und jetzt wieder den Weg zurück dorthin. So, da stehen wir noch mal gut. Hätte er getauscht, wäre das schon quasi Jackpot für mich gewesen. Hat er nicht getan.
Ich überlege jetzt so was Witziges wie hier reinzuhüpfen, um hier reinschlagen zu können. Und dann schlage ich den, er gewinnt den, ich, und dann stehe ich hier mit dem Turm drin. Oh. Dann habe ich Turm gegen Läufer. Das ist ja vielleicht gar nicht so uninteressant. Also rein, Turm hin. Ich schlage hier, er schlägt den Springer. Ich sage Schach, er schlägt. Ich schlage. Er geht ran. Ja, es ist noch nicht so, war nicht so spruchreif. Das glaube ich auch noch nicht nötig. Also läuft ja nicht weg. Also erstmal muss er sich ja was überlegen, was er hier macht. So. Schlagen, schlagen, raus. Habe ich hier ein Feld, um mit dem Turm reinzukommen. Sicherlich nicht ohne Gefahr, hier die Linien aufzumachen. Aber ich bin jetzt ja auch immerhin in seine Stellung hier eingedrungen. Schach. Aus. Ich kann natürlich alles rum, aber was soll der Springer da? Der ist angegriffen. Der ist angegriffen. Und er opfert. Schade, ich hatte gehofft, er schlägt mit dem Turm.
Ein bisschen was muss ich natürlich schon übrig behalten. Oh. Schach, Schach, kein Matt. Und den möchte ich doch gerne noch behalten. Jetzt bin ich ihn dann doch los. Aber es sieht jetzt ja doch so aus, als würden seine Bauern fallen. Also schlagen kann ich nicht, weil dann habe ich bloß einen Springer übrig. Vielleicht dahin, den nochmal angreifen. Noch mal hier drauf. Puh. Soweit sieht es gut aus. Ist bloß die Frage, wie ich den Turmtausch erzwungen kriege. Gar nicht so einfach.
Das ist es doch, oder? Haben wir es doch mal geschafft. Puh, hartes Stück Arbeit. Und jetzt müssen wir nur noch matt setzen. Und dann haben wir es geschafft. Egal in welche Richtung. Hauptsache, wir machen das Gefängnis immer kleiner. Und zur Not immer ein Wartezug mit dem König. Ja, also ich bin schon gespannt. Also versucht es mal selber, spielt euch mal die Stufen hoch mit Turm mehr. Ich bin wirklich gespannt, was eure Erfahrung ist, wie weit ihr kommt. Habt ihr auch Stufe 8 gepackt oder nicht? Würde mich mal interessieren. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hatte schon beim Spiel gegen 7 gemerkt, oha, das kann hart werden gegen 8. Und das hat sich auch bewahrheitet. Haben wir ihn fast am Rand. Es ist am Rand, wir können aber noch nicht nachgehen. Aber jetzt schaffen wir es dann doch noch. Nochmal kurz umgruppieren. Und matt setzen. Puh. Ja, also Fazit, die Türme kommen ziemlich spät ins Spiel. Und bis dahin ist es doch schon eine Arbeit, weil die Engine Stufe 7, 8 ist doch recht stark. Und weiß mit den Figuren umzugehen. Also, wenn man hier Material mehr hat, ist es gut, gleichwertig abzutauschen. Und es ist auch gut, die stärksten Figuren vom Gegner abzutauschen. Das heißt, wenn ihr es wirklich schafft, hier die Dame rauszunehmen, dann ist das ein großer Vorteil. Und ich wünsche euch viel Glück. Schön, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid und mir die Daumen gedrückt habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.